Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und salut et fraternité, citoyens les spectateurs, zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück in der Europa-Kampagne mit Napoleon, haben im letzten Part Riga eingenommen. Moskau hat damit nur noch eine einzige Provinz. Wir, oder Russland, ne, wir können einen, also sie zählen immer noch nicht als kleine Nation, ne, wir können einen Frieden mit ihnen machen. Und das machen sie. Und damit haben wir schön Geld bekommen. Das ist doch super. Die werden das auch nicht mehr lange hier überleben. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall unseren Frieden. So. Wir haben Geld. Wir brauchen noch ein paar Truppen. Und dann sind wir eigentlich... Also wir sind eigentlich ja jetzt schon fertig, um uns mit Preußen zu messen. Ja, wir bauen noch ein paar Kürassiere auf jeden Fall. Die brauchen wir auch. Und ich warte noch hier auf diese Fullstack-Armeen, die sich da oben in Olmütz befinden. Und dann gucken wir mal weiter, was sich daraus dann noch so ergibt. Ne? Wir stecken jetzt kein Geld mehr in weitere Entwicklungen. Das halte ich nicht mehr für sinnvoll. Fest steht auf jeden Fall, wir sind nur noch mit Großbritannien im Krieg momentan. Das ist doch interessant, oder? Aha. Jetzt kommen die Briten nochmal. Und ich hoffe, dass die Osmanen jetzt endlich die Russen platt machen. Haben sie, glaube ich, nicht gemacht. Das ist noch nicht mal eine Fullstack. Ja, sie werden dann Rennen erobern, schätze ich. Naja, wir sind ja relativ schnell da und dann können wir auch mal die junge Garde im Einsatz sehen. Der Weg ist versperrt. Warum ist für dich der Weg versperrt? Wir könnten eigentlich sogar, weißt du was? Ja, Davu ist aber schneller. Davu ist auf jeden Fall schneller. Kann sein, dass sich hier nochmal die Österreicher erheben, um die Preußen platt zu machen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wie sieht es hier drüben aus? Ne, die belagern immer noch. Die haben ja noch eine zweite Fullstack da kann eigentlich nichts mehr passieren. Okay, gut. Wie wäre es denn dann, wenn wir den Jean-Gabriel Marchand, wenn wir den mitnehmen und dich mal hierhin verlegen? Beenden die Runde direkt wieder. Wir können da ja eh nicht viel machen. Ich meine, ja, er wird Rennen erobern. Er zieht weiter in die Normandie. Aber da, ja, also wenn er weiter östlich zieht, das ist für uns eigentlich ganz gut. Wir müssen uns da halt die Städte wieder zurückholen. Worst case, er plündert sie, ich repariere sie wieder und so weiter. Wir gucken mal. Gar nicht so dramatisch für uns. Also ein kleiner Rückschlag tut auch mal ganz gut. Ja, ist schon okay.
einen Großteil seiner Armee da drin gelassen. Moment, wir gucken mal. So. Ach, das ist der Duke of Wellington. Das ist doch gar nicht so verkehrt, hä? Autoschlacht? Ja, er zieht sich halt dann zurück. Das ist dann wiederum Kacke. Okay. Zum Glück gibt es für sowas die Ladefunktion. Dann machen wir die Schlacht selbst. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir hier mit 5 oder wie viel waren es, ja, dass wir hier mit 5 Elite-Truppen die Armee nur ein paar Mal in die Flucht schlagen. Sondern ich glaube, dass wir es schaffen können, hier den Duke of Wellington direkt zu verletzen. Und das müsste eigentlich ganz gut gehen. Na komm schon. Aus irgendeinem Grund sind die Ladezeiten jetzt pervers lange. Ich weiß leider nicht warum. Müssen wir mal schauen. Wenn man das erstmal auf dreifacher Geschwindigkeit. Verziehen uns dieses verdammte Wetter, Sir. Rüber. Ja, das schon okay. Pulver wird viele Fehlzündungen verursachen. Das macht nichts. Wir verziehen uns erstmal hier hin. Noch keine Verluste durch die Artillerie gehabt. Schießt er immer noch? Das könnte fast sein, ne? Ja, er schießt immer noch. Er schießt jetzt die Gebäude zusammen. So, wir nehmen jetzt hier den Weg durch die Wir haben ein Gebäude erobert, Sir. So, ich guck mal, ob wir ihn schon unter Beschuss nehmen können. Wir haben ein Gebäude erobert, Sir. Und, können wir das schießen? Ich glaube, wir schießen auf ihn. Ich kann jetzt nur nicht sagen, ob wir hier erfolgreich auf ihn schießen oder er erfolgreich auf uns, ne? Mal folgendes. Unsere Garde lassen wir mal hier im Nahkampf angreifen. So, wir haben nur 2 Einheiten verloren. Wow, wir haben schon... okay. Wir haben bisher mehr Leute im Nahkampf verloren als durch den Artilleriebeschuss. Schieß mal.
Okay, gut. So. Du stellst dich bitte dahin. Denn auch wenn wir hier keinen regulären General drin haben, möchte ich nur ungern, dass mein General hierbei das Zeitliche segnet. Das ist aus moraltechnischen Gründen nicht so super. Schon mal ganz gut. So, dann werden wir ihn jetzt auch von der Seite angreifen. Wird angegriffen. Ja, und unser General spaziert hier vor allen Dingen wieder ganz gemütlich. Das ist doch so kacke. Also man müsste ja meinen, mittlerweile so seit 10 Jahren Total War spielen, hätte ich's raus, ne? Nö. Eine absolut defizitäre Entwicklung bei mir. Vielleicht erwische ich jetzt den Wellington endlich mal. Boah, Alter. Der ist ja wie Johnny Yang, I Dodge Bullets Baby oder wie auch immer dieser Pokerspieler heißt, ne? Das war nur noch eine Einheit und es haben gerade 3 Regimenter auf ihn geschossen und er hat es trotzdem geschafft, da nicht einmal getroffen zu werden. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Das ist halt auch der motherfucking Duke of fucking Wellington, ne? Da-da-da. Den erwische ich nicht mehr. Den erwische ich auch nicht mehr. Okay. Aber wir haben den General auf eine einzige Einheit runtergeballert. Das heißt also, selbst wenn er jetzt flüchtet und wir jetzt nochmal angreifen und ich da jetzt nochmal einen Quickie mache und das jetzt automatisch mache, dann vernichten wir ihn. Und den Duke of Wellington haben wir verletzt. Das ist gut. So, wir werden das Rennen auch wieder zurückholen. Kein Problem. Noch 31.000 Kröten. Wollen wir die noch irgendwo rein investieren? Ich nehme schon mal hier an die Grenze. Wir haben auf jeden Fall noch von den Steuern befreite Provinzen.
Aber wir gucken nochmal schnell alle Provinzen durch. Okay. Moment, habe ich da gerade was gesehen? Nee, habe ich nicht, ne? Sehr schön. Achso, ja, du musst ja hier, genau. Du musst ja Österreich freiboxen. Gehen wir ruhig nach Olmütz. Ach, die Erfahrung habe ich durch den Arc de Triomphe gekriegt, ne, bei den ganzen Truppen. Das ist natürlich eine feine Sache. Ja, ja, alles weiter. Richtung Paris, du bekommst bitte eine Full-Stack-Armee. Wo steckt der denn? Ach so, du kannst nicht da durchlaufen. Geh dahin, meine Güte. Nee, wir bauen jetzt keine. Ach, guck mal da, die kommen direkt mit der nächsten Armee. Das ist ja interessant. Sollen wir mal eine Flotte bauen? Vielleicht bauen wir noch eine Flotte. Ahaha. Die motherfucking Preußen. Klar. Verträge mit den Russen sind sowas von egal. Weil es die jetzt eh nicht mehr gibt. Sie haben wenigstens noch ein bisschen Geld dagelassen. Wir sind nicht mehr mit den Osmanen verbündet. Wir... Hä? Okay, unser Bündnis ist jetzt mal wieder da. Es könnte natürlich sein, dass das nicht geht. Sehr geil. Es könnte... Sehr geil. Es könnte natürlich sein, dass es deswegen nicht mehr geht, weil Russland jetzt nicht mehr existiert und dass deswegen das Bündnis aufgelöst wurde. Wir rekrutieren mal ein paar Truppen so zur Sicherheit. Okay, das heißt also, das ist vor allen Dingen so krass, dass die Preußen halt hier mit einer einzigen Armee und offenbar fast ohne Verluste die Österreicher vernichtet haben. Das ist natürlich schon gierig, ne? So, einmal dann. Ja, ich glaube, die Schlacht machen wir noch. Die müsste noch drin sein. Frederick of York and Albany. Okay.
Den werden wir mal gleich ins Grab schicken, wo er hingehört. Er hat Artillerie dabei. Er hat ganz viel Kavallerie dabei. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir könnten unsere Artillerie ruhig zentral aufstellen. Dieses verdammte Wetter, Sir. Das nasse Pulver wird viele Fehlzündungen verursachen. Ja. Aber wir sind Franzosen. Wir bauen Renaults. Mit Fehlzündungen kennen wir uns aus. Ho, ho, ho. Schenkelklopfer. Okay, also wenn ich dich nach vorne stellen will, dann rückst du weiter zurück. Das ist natürlich auch nicht so ganz in meinem Sinne. Wir haben die bessere Kavallerie. Behaupte ich jetzt. Ich stelle die jetzt ein bisschen gestaffelt auf. Weil ich sie nicht ganz so breit hier stehen haben will. So, ich will mal wissen, was die können. Stelle ich mal ein bisschen schmaler auf im Plänkelmodus nach Möglichkeit und bei denen gucken wir mal. So abgeprotzt bist du, ne? Okay, beginnen wir das Gefecht. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ist schon gut, wenn diese Nachricht kommt in dem Moment, wenn wir gerade das Gefecht eröffnet haben. Die armen Schweine. So, jetzt kannst du wieder. Sollen wir mal ein riskantes Kavalleriemanöver machen? Ach komm, ja, wir versuchen es mal. Die machen so krasse Aufsätze hier. Unsere übrigens auch. Ja, das sah gar nicht so krass aus von der Steigung her. Hier geht's komischerweise. Ich habe leider die Artillerie noch nicht vollständig wieder zurück. Aber ich muss die anders aufstellen. Das ist katastrophal.
So, dann umfassen wir ihn mal. Schade, das sind keine guten Treffer. Außer gar nicht reinzustürmen. Ach, die sind hier hin, die Chasseur, alles klar. Mhm. Ich müsste jetzt eigentlich schauen, dass die Burschen hier nicht mehr ballern, ne? Wir müssen im Nahkampf definitiv überlegen sein. Was ist denn hier los? Haust du bitte ab? Wie ist denn das passiert? Ach du meine Güte. Wie ist denn das passiert? Genau, bloß bitte verfolgen, Junge. Weil wenn es irgendwas auf diesem Planeten gibt, was Spaß macht, dann ist das den Engländern hinterherrennen. Meine Fresse, ey. Die ganze Einheit ist tot, Sir. Ja, toll, super. Ja, großartig gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, wie das passiert ist. Boah, und die haben auch erstmal ganz gemütlich erstmal die Sachen gepackt und sind erst dann aufgebrochen, ne? Das ist natürlich auch echt super ätzend. Mann, ey, es gibt's einfach nicht, ne? Die ganze Einheit ist tot, Sir. Welche? Es fehlt nur eine. Es müsste eigentlich immer nur die Artillerie sein. Es muss sich eigentlich um die gleiche Einheit handeln. Meine Güte, ey. Diese Schlacht hier ist echt scheiße gelaufen. Aber zum Glück können wir die Truppen hier günstig wieder zurückbekommen. Lass dir Zeit. Nee, wir müssen noch eine Linie oder so verloren haben. Eine Linie muss noch weggefallen sein, glaube ich. Ich muss mal gleich gucken. Ich werde es ja gleich sehen. Den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Ich glaube, ich sehe da auch gar keine Einheiten mehr, also von daher. Also irgendwas ist da ganz schief gelaufen bei der Schlacht, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Muss mich die KI irgendwie verarscht haben. Wer mich überzeugt hat, waren auf jeden Fall die Granadiere. Die waren ziemlich geil.
Was ich hier, ja, also die Granadiere haben mich auf jeden Fall überzeugt, das definitiv. Okay. So, jetzt zeig mal bitte, was ist hier jetzt genau? Victoire! Ja, eine Einheit, es ist nicht zwei, oder? Verbleibend. Hier, da. 6 Pfünder berittene Artillerie, verbleibend 4. Tja. Gute Frage, ne? Ja, irgendwie müssen die in den Nahkampf geraten sein. Ich weiß leider nicht genau, wie das passiert ist. Wobei, du kannst dich ja in Paris auffrischen. Dann machen wir doch nochmal hier eine neue Fußartillerie dazu. In 3 Runden können wir die nächste Einheit bauen. Mit die Heeresakademie, jetzt müssen wir gerade gucken. -4 Rekrutierungskosten in ihren Provinzen. Nationale Effekte, tretende Kraft, maximale Anzahl der Generäle 2, maximale der Admiräle 2, Rekrutierungskapazität 3. Ermöglicht die Erforschung von, ermöglicht die Rekrutierung und Verstärkung von Gardematrosen, polnische Gardelanzenreiter, Grenadierarcheval. Das sieht ja eigentlich mal ganz nett aus, ne? Wird gebaut. Vielleicht wird es ja noch fertig. Das Großmuseum? Vielleicht auch noch, weil wir in Paris, wenn wir was bauen können, das dann auch bauen. Wäre eigentlich ganz gut, ne? Nur zur Festung ausbauen brauchen wir es, glaube ich, nicht. Also ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis die Preußen sich in Paris blicken lassen. Und wenn ich mich nicht total irre, dann wird es hier nochmal eine Revolte geben. Das wäre eigentlich ganz cool. Falls nicht, da sollten wir uns überlegen, dann doch noch Preußen hier anzugreifen. Ah, mit der mir jetzt vielleicht, ah, ich weiß nicht. Also momentan ist sie wahrscheinlich noch, ja, die verstärkt sich so schnell wieder, ne? Das ist halt auch, der wird kaum Verluste gehabt haben. Es wäre halt auch noch was anderes gewesen, wenn jetzt Österreich mit beiden Armeen vor Preußen dran gewesen wäre. Das hätte was werden können, aber so natürlich dann nicht, ne? Also nicht unter diesen Voraussetzungen. Preußen ist verbündet mit Mecklenburg, Dänemark, Sachsen, der Batavischen Republik und mit uns. Dann müssten wir natürlich noch Dänemark irgendwie dazu bringen, dass sie das Bündnis mit, ja, oder wir könnten versuchen, die Kleinstaaten auch dazu zu bringen. Jetzt weiß ich auch, warum die Batavische Republik hier rumgerannt ist, weil Preußen im Krieg mit Österreich war. Ja, sonst könnten wir natürlich versuchen, deren Bündnisse aufzulösen durch Geld und dann hätten wir, glaube ich, auch eine bessere Ausgangsposition gegen Preußen. Das sehen wir dann im nächsten Teil. Ich sage mal bis dahin, macht's gut, à la prochaine fois, tschüss.